Herzlich willkommen, liebe 96TV-Freunde, hier aus unserem Pressekonferenzraum. Den kennt ihr natürlich von den Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel. Heute sitzen wir aber hier und unsere Nummer 7 ist da, Eddie Pripp. Grüß dich. Schönen guten Tag. Eddie, erlaube mir die Frage am Anfang. Du bist letzte Woche ins Training wieder eingestiegen. Wie fühlst du dich heute? Wie weit bist du? Ich fühle mich fit. Ich fühle mich gut. Ich merke nichts mehr von der Verletzung. Das ist das Wichtigste. Jetzt bin ich bereit für Köln. Du hast die Verletzung gerade angesprochen. Das war ein Muskelfaserriss direkt im ersten Testspiel im Trainingslager gegen Başakşehir Istanbul passiert. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als das wirklich im ersten Testspiel 2015 direkt wieder bedeutete Pause? Ja, es hat wehgetan im Kopf, im Oberschenkel vor allem. Natürlich war das sehr ärgerlich für mich, direkt in so einer frühen Phase der Vorbereitung mich zu verletzen. Nichtsdestotrotz, man steckt nicht drin, entweder es erwischt einen oder nicht. Ja, damit muss man auch klarkommen als Profi und damit bin ich klargekommen und jetzt bin ich wieder fit und kann wieder angreifen. Sprühst vor Optimismus. Drücken wir dir natürlich die Daumen. Du bist jetzt seit anderthalb Jahren hier in Hannover. Wie blickst du auf diese anderthalb Jahre, so ein kleines Resümee gezogen, wie blickst du darauf zurück? Wie wohl fühlst du dich hier? Ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Hannover ist schön, gefällt mir. Habe mich super eingelebt. Mittlerweile kann ich ohne Navi durch die Stadt fahren. Ja, sportliches Resümee. Ja, immer mal wieder ein Auf und Ab. Das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Daran arbeiten wir. Und ja, im Allgemeinen bin ich sehr, sehr glücklich in Hannover. Lass uns über die Stadt nochmal kurz sprechen. Wo schaltest du am liebsten ab? Was sind deine liebsten Ecken hier in der Landeshauptstadt? Ja, es gibt einiges. Ich esse ganz gern ein bisschen Sushi in der City. Gehe ganz gerne mit meiner Verlobten shoppen. Im Sommer ist es sehr, sehr schön. Da kann man am Marschsee gutes Eis essen. Kaffee trinken, es macht Spaß. Hast du derzeit eine Lieblingsserie im Fernsehen? Bist du so ein Serienjunkie, der auch mal zum Couch-Potato wird? Ja, ab und zu. Wir haben jetzt letztens Breaking Bad zu Ende geguckt. Das war sehr, sehr schön. Man muss immer schauen, was einem gefällt, wenn was Neues rauskommt. Gotham ist ganz gut im Moment, aber jetzt so jeden Tag auf der Couch bin ich jetzt auch nicht. Bist Action geprägt, absolut. Lass uns auf das Sportliche blicken. Du hast jetzt letztes Wochenende hast du Spielpraxis gesammelt bei der U23. Wie wichtig war das? Und dir ist auch ein Tor gelungen, was wir jetzt auch gerade sehen? Es war wichtig für mich, einfach Wettkampfpraxis zu bekommen, da ich natürlich keine Vorbereitung hatte jetzt im Winter durch die Verletzung. Ja, das, was halt im Spiel passiert, das kann man sehr, sehr schwer im Alltag trainieren und das war eigentlich so der beste Schritt für mich, um wieder zu den 100% zu gelangen. Ja, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, letzte Woche bist du ins Mannschaftstraining eingestiegen, Spielpraxis hast du jetzt bei der U23 sammeln dürfen oder gesammelt. Gab es schon ein Gespräch mit dem Trainer, wann es denn zum nächsten Bundesliga-Einsatz klappen kann? Ja, der Trainer kann nie was versprechen, das ist ja klar. Jetzt gegen Köln hoffe ich, dass ich dabei bin, dass ich da der Mannschaft wieder helfen kann und alles Schritt für Schritt, so wie es mit der Verletzung war, jetzt bin ich wieder fit, jetzt sehen wir dann weiter. Lass uns ganz kurz die sportliche Situation ankratzen. Du hast natürlich die ersten vier Spiele jetzt im Jahr, die ersten vier Pflichtspiele aussetzen müssen, hast natürlich trotzdem jedes Spiel gesehen. Wie bewertet man sowas als Außenstehender? Was heißt Außenstehender? Du bist natürlich Insider oder Teil der Mannschaft, aber wie bewertest du jetzt den Rückrundenstart? Also wir haben die ersten drei Spiele einigermaßen ordentlich gespielt. Was uns gefehlt hat, war der Abschluss vorne, dass wir einfach das erzwingen wollten, vorne das Tor zu machen. Gegen Paderborn, ja, hätten wir nach dem Rückstand das Spiel nicht so leicht hergeben dürfen, nach der 1-0-Führung, tut mir leid, hätten wir das Spiel nicht so leicht hergeben dürfen. Und jetzt sind wir in einer unangenehmen Lage und da müssen wir jetzt wieder alle zusammen an einem Strang ziehen und da rauskommen.
Und der nächste Gegner ist Köln. Heute ist Aschermittwoch, geht die Karnevalszeit vorbei. Mit einem zwinkernden Auge hofft man, dass da ein bisschen Katerstimmung ist in Köln. Ja, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, die haben einen großen Kater. nein, also jetzt Spaß beiseite. Wir wissen, worum es geht. Wir brauchen jetzt Punkte. Die nächsten zwei Spiele sind für uns enorm wichtig. Danach kommen die Großen. Bayern, Gladbach, Dortmund. In welcher Reihenfolge weiß ich jetzt nicht, aber jetzt sind zwei Spiele, worum es ums Ganze geht, und da werden wir alles dafür tun, um Punkte zu holen. Drücken wir dir natürlich die Daumen, dass du jetzt am Samstag vielleicht schon wieder voll mit dabei sein kannst, mir da mithelfen kannst. Ich danke dir für deine Zeit und wir drücken die Daumen, positiv denken und dann rocken wir das in Köln. Genau, positiv denken und dann geht's los. Danke. Eddie, danke dir herzlich.